Moin Moin YouTube. So, Tag Nummer 3 mit unserem Adventskalender. Mal sehen, was heute drin ist. Mal sehen, was wir heute so hier improvisieren können. So, was haben wir hier? Oh, sehr coole Karte. Nummer 15, Gimmick-Marionette, Riesenfleischwolf. Ein Rang 8 Monster, das zwei Monster der Stufe 8 braucht und im Gegensatz zu den anderen beiden relativ spielbar ist sogar. Ist glaube ich auch sogar im Anime gewesen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wer genau die Gimmick-Marionetten gespielt hat. Ich glaube, das war der erste Fiesling von Vetriks Kindern, Futzigster. Aber der Effekt von dem Ding ist eigentlich ziemlich cool. ATK 1.5, Dev 2.5. Bis zu 2 Mal pro Spielzug während der Main-Phase 1. Du kannst ein Xyz-Material von dieser Karte abhängen und dann ein als Spezialbeschwörung geschworenes Monster wählen, das den Gegner kontrolliert zerstöre ist. Und dann, falls es ein Xyz-Monster war, füge dem Gegner in Höhe seiner Grund-ATK als Schaden zu. Ja, ziemlich coole Karte, wird in Dark Worlds oft gespielt, weil man da halt den Gruffer mal halt dazu nutzen kann oder halt in anderen Level 8 Decks, da waren ja auch die, wie heißen die, Mythic Rulers oder Galaxies. Damit kann man relativ schnell den Gegner wegballen, wenn er 2 Xyz-Monster auf dem Feld hat, damit sehr viel ATK, wenn es so 2 Fünfer sind, sind das schon mal 5000, weil er kann seinen Effekt halt zweimal benutzen und hat mit 2,5 Def eigentlich einen ganz soliden, ja, soliden Booty dafür, um halt sowas aufzuhalten wie stärkere Monster, also zum Beispiel kommt da ein Dante oder ein, wie heißt er nochmal, ein Virgil gar nicht durch, da ist er halt stark genug in den Def und mit Finsternis auch ein sehr, sehr gutes Attribut. Und ja, ich weiß gar nicht, was man so viel dazu sagen soll. Ist eigentlich eine ziemlich gute Karte, hat halt nicht viel Angriff, ist halt eine relativ verteidigende Karte nachher, sobald er seinen Effekt genutzt hat. Oder man hat den halt im Angriffsmodus, damit er halt schnell umgerannt wird. 1.5 ist solide. Interessant, dass es halt, dass sein Effekt auf Main Phase 1 beschränkt ist. Ich glaube, das ist, um so Sachen zu vermeiden, dass man den Gegner irgendwie ganz viel Battle Damage macht und Main Phase 2 dann alles launcht, um die Gegner halt richtig viel Schaden reinzuhauen. Aber das hält den Gegner hier trotzdem nicht davon auf, die ganzen Monster vom Feld zu räumen und dann direkt anzugreifen. Was eigentlich ziemlich cool ist. Er hat sonst auch keinen Nachteil, dass er nicht angreifen kann oder so den Spielzug, wo er das benutzt. Was auch ziemlich cool ist. Und ja, zurzeit gibt es halt noch nicht so viele Level 8 Decks, die halt das regelmäßig raushauen können. Ich glaube, Sylvanisch könnten den machen. Ich weiß gar nicht, ob die den spielen. Und ansonsten, boah, ich glaube eher Dark Worlds, Galaxies sind so eher die Decks, die das Ding wahrscheinlich rausquetschen. Aber es ist auf jeden Fall eine deutlich spielbare Karte als die beiden Kollegen hier hinten. Und ich hoffe, euch hat meine Meinung hier dazu gefallen. Und wir sehen uns dann morgen mit Tür Nummer 4 ist es dann. Genau, bis morgen. Tschüssi.